Die Menschen im Land wünschen sich ein Ende der Krise. Aber ein Ende der Krise bedeutet nicht zurück zu den Zuständen vor der Krise. Nach der Krise dürfen eben nicht die DAX-Vorstände im Fokus der Politik stehen, sondern es muss um die Zurückdrängung von Kinder- und Altersarmut gehen. Es muss darum gehen, was die Beschäftigten und die Selbstständigen tun, die von der Hand in den Mund leben müssen, um die Rentner, die kein Geld für die Heizung haben. Und es muss vor allen Dingen auch um das Gesundheitssystem gehen, was durchkommerzialisiert worden ist und was auf Kante genäht worden ist. Hier braucht es ganz dringend einen Kurswechsel, liebe Genossinnen und Genossen. Was ist das für eine Arroganz? Frau Merkel und Herr Spahn applaudieren im Bundestag den Pflegerinnen und Pflegern, tun aber letztlich nichts dafür, um die Löhne deutlich anzuheben und mehr Menschen für diesen Job zu begeistern. Jetzt gibt es nicht mal einen bundeseinheitlichen Tarifvertrag in der Pflege. Das war doch das Mittel, was Hubertus Heil, Frau Giffey und Herr Spahn gesagt haben zur Lohnerhöhung. Das ist ein solcher Skandal. Sie sind grandios gescheitert.